Option. Ja, du hast auf jeden Fall schon mal die Startposition, wo du schneller in die Stadt kommst als ich, oh Herr. Ich bin hinten im Ghetto gespawnt. Da, wo du hingehörst. Na, bist du einfach. Ja, nur im Ghetto wirst du ein richtig hardcore WoT-Spieler, weißt du? Ach je, Mine. Reißt euch jetzt nicht die Köpfe ab, ja, Leute. Nee, das ist nur Gedisse so. Das ist okay. Achso, so ist wie deine Mutter. Genau, das ist wie deine Mutter, meine Mutter. Lass meine Mutter aus dem Spiel, dann lass ich deinen aus dem Keller. Boah. Den hast du schon gebracht, der ist alt. Ich weiß. Ich hab keine neuen Witze. Ja. Die sind zu flach. Pizza! Oh, er spricht das so geil aus. Ja, das ist herrlich. Und ich hab Spritzgebäck! Ich dachte immer Lebkuchen. Keine Angst, das ist nicht weiß. Ich hab Lebkuchen, aber Vanori hat Spritzgebäck. Vanori hat Schlüpfergebäck. Scheiß selber kein Spritzgebäck, ja. Und Vanori hat. Woher, guck mal hinter dir. Siehst du diese zwei schönen Dinger hier? Guck mal hinter dir. Ich seh dich, was willst du von mir? Guck mal an die Seite meiner Kanone. Guck. Ja, was soll denn das darstellen? Schön, oder? Was ist denn das? Das ist so geil. Das sind zwei Schokis, ja. Ich hab gedacht, du meinst das an der Turmseite. Nee, also ja, deine scheiß Gunmarks. Geil. Das Schweizer Ghetto. Nirgendwo sonst sind die Kühe so zäh. Ich glaube, auf jede Gunmark ruppelst du dir abends ein, oder? Ja, kurz das Alphorn blasen. Alles ist herrlich, ey. Unbezahlbar. Naja, O'Hare ist schon bezahlbar, aber er ist teuer. Boah, ja. Ja, es geht hier echt ab, es ist echt cool, es ist viel zu cool. So wäre nett, wenn hier mal irgendwer was spotten könnte. Ich weiß nicht, ich laufe jetzt einfach dafür. Ich insgeheim mögen O'Hare und ich uns ja, aber. Kritischer Treffer auf dem IS-7. Offen. Wer ist denn hinter mir? IS-3 und Scheiß selber. Ich fahr jetzt hier mal am IS-3 vorbei. Na, ich komm nicht durch die IS-7. Nimm mal den IS-7 raus, wenn's geht. Schön. Sehr gut. So, 2 Sekunden. Ach, im neuen Modpack wird die Reload-Zeit sogar in 100 Sekunden angegeben. Das ist ja geil. Reload. Das wurde hier schon lange in 100 Sekunden angegeben. Echt? Das auch im normalen Spiel, ja. Lass uns mal den E5 und den IS-3 pushen. Ich bin noch 9 Sekunden im Reload. Das war ein IS-7. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ja, egal. IS-3, lass wegmachen. Ich komm. Nein, E5, fahr mich nicht in den Weg. Weil das auch noch. Ich hab was hinter mir, eine IS-7. Ich muss ja mal vor. Ja, hab ich doch gesagt. Okay, IS-7 ist raus, Amorek. Ah, Mist. T57 guckt zu mir. Ja, alles klar. Ich hack den jetzt mal ein bisschen. 13 Sekunden. 10. Ja, 9. T57 ist weg. 6, 5, 4. Wir müssen nachher zur Base, glaube ich. Ja, er ist raus. Nice. Okay, gut. Okay. Gegner also zur Base oder was? Hat, vielleicht. Ja, ich bin wieder zu Base. Ich bin wieder voll. Wir müssen halt aufpassen. Hier die Basis zu pushen ist immer blöd. Ja, vor allen Dingen mit dem Waffenträger noch und dem der Badger, die hier noch irgendwo rumtingelt. Tingeltangelbob. Kommt man auf den IS-3 da unten drauf? Nee, kommt man nicht. Auf dem da ist der TVP. Auf der Seite der Brücke. Okay. Ja, hab ihn noch getroffen. Sehr schön. Oh, und angebrannt! Er ist abgebrannt, ja, geil. Er ist abgebrannt. Der Löwe. Badger hinten. Löwe. Ich versuche zu aimen. Du schießt den Weg, Schei. Warte mal. Ja, so ist gut, ja, so ist gut. Ich fahr zurück. Ich bin im Reload. Sehr schön. Sehr gut. Ich bin wieder im Reload. Ich fahr zurück zur Basis. Ja, ich auch. Ich hab nur IS-3 ist abgeprallt. IS-3. Oh, warte mal, komm ich jetzt auf den drauf? Ja, ja, okay, ja, er ist weg. Ja, er ist drauf. Ich krieg mal wieder so viel Schaden ab wie möglich. Hab ich gar nichts. Ja, viel Schaden habe ich auch nicht gemacht. Ich glaube, ich habe einen Schuss jetzt bis jetzt erstmal penetriert. Das war wieder so eine Lemming-Train-Sache. Guck mal, es steht 9:2. Ah, toll, ich komme nicht auf den Waffenträger. Ich auch nicht, drauf. Der brennt vor allen Dingen jetzt. Ja, der ist hinter der Scheune. Ich gehe nochmal einen Reload. Der
brennt ab. Naja, brennt genau nicht ab. E1, ich ziele. Könnte getroffen haben. Schuss flog noch. Ja, nee, der war noch offen, der kam auch keine Ansage. 10 Sekunden, 7, 6, 5. Ja, nee, da stand hinterm Ding. Ich bin wieder voll. Ich finde, die Sounds haben sie auch neu gemacht bei einem Autoloader. Da lässt du jede einzelne Kugel reinladen. Das hört sich richtig gut an. Ah, die Autoloader sind da noch hinten. Ob ich hier noch irgendwas rauskriege aus dem Gedöns? Da ist eine volle Badshed hinter euch. Ja, ich schieße natürlich dran vorbei. Ich prall ab. Und ich ramme sie tot. Ist ja voll in mich reingefahren. Hab dafür nochmal zwei Schüsse vom E1 kassiert. Warum nicht? So, Badshed, bist du nachgeladen? Nee, sieht nicht danach aus. Ja, wenigstens noch den Pflichtkill gekriegt. Mist, vorbeigeschossen. Ich glaube, die will sich die Artie krallen. Natürlich will sie sich die Artie krallen. Versuch sie zu ketten, wenn es geht, ne? Oh, schieß das zweite Mal vorbei. Scheiße. Ja, vielleicht trifft die Artie sie ja. Ja. Nee. Shotgun. Sie rammt. Das wäre jetzt lustig gewesen. Komm schon, ich will den Kill jetzt noch haben. Ich glaube, die Badge ist noch mal reload. 30 Sekunden hast du noch. Ja, der T110E5, der kann nichts mehr machen. Das ist schon in Ordnung, dass der im Cap steht. Ja, ja, ich meine nur. Für 9 Sekunden. Da ist er raus. 9 Sekunden, 9 HP. Leider nicht mal die Arti gerettet. Naja, was soll's. Zweite Klasse war das trotzdem bei mir. Ja. Hä, ich hab 3000 XP bekommen. Ich habe Heavy Tank Mission 9 abgeschossen, weil die Badger mich gerammt hat. Ich war eine Scout ESC im 2500 Spotting. Lol. Ich habe 2500 Schaden gemacht. Okay. Oh, und ich habe 2100 Schaden ermöglicht. Nett. Was seid denn hier für Spotter hier? Ich verstehe es auch nicht, weil ich hab mit Tagessieg 3000 XP bekommen gerade. Ah, nee, die eine ES7 aus dem Gegnerteam, die hinter dir aufgetaucht ist, die ist durch einen Armorack auf einmal explodiert. Kann sein, dass die komplett für dich gegolten hat. Warte mal, ich gucke mal. Ja, die eine hat. Ja, 1688. Und irgendjemand hat die eine ES7 getrackt und auf die habe ich auch noch ein paar Mal. Das war ich am Anfang. Ja, aber auf die habe ich komischerweise keinen. Hä? Ach doch, das war dann höchstwahrscheinlich die ES7, weil, wie viel Schaden hast du auf die gemacht, Schein? Auf die ES7 habe ich, also da hat noch jemand anders drauf geschossen, aber ich habe 719, habe ich der reingedrückt. Mhm. Ja, das kann auch die gewesen sein, weil bei der habe ich die Kette gezogen, ja. Na schön.